Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt ist 19:02 Uhr und ich, Nadia Bluss, begrüße ganz herzlich die wenigen Teilnehmer, die heute zu uns gekommen sind. Warum sind wir hier? Wir sprechen über Lernvideos. Und die Lernvideos zu erstellen, ist es nicht einfach. Von einer Seite ist doch einfach, weil das motiviert sehr gut unsere Schüler und wir auch dabei viel Spaß haben und natürlich auch die Schüler lernen sehr viel während dieser Zeit, wenn wir die Lernvideos machen. Und dieses Webinar haben wir gemacht mit Tatjana aus Kurgan. Tatjana wird jetzt erzählen und ihre Filme zeigen. Und am Ende des Webinars wird sie sogar ihre Bilder für uns schenken. Ich hoffe, das wird interessant. Dankeschön und wir wünschen viel Spaß. Bitte unterstützt Tatjana. Tatjana macht das zum ersten Mal und ich hoffe, das wird alles gut. Hallo Maria, viel Erfolg Tatjana. Ich gebe jetzt das Mikrofon an Tatjana. Dankeschön. Schönen guten Abend, liebe Kollegen und Kolleginnen. Ich bin froh, Sie alle auf unserem Webinar zu sehen. Herzliche Grüße aus Russland. Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Tatjana Reslikova, seit vielen Jahren unterrichte ich Deutsch. Video bitte, dein Video anschalten. Ja, kein Problem. Und dann Video kann man auf Stopp. Ja. Ja, ich beginne noch einmal. Dankeschön. Also, schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kolleginnen. Ich bin froh, Sie alle auf unserem Seminar, aus unserem Webinar zu sehen. Herzliche Grüße aus Russland. Ich heiße Tatjana Reslikova, seit vielen Jahren unterrichte ich Deutsch. Das ist unser Lyzeum. Etwa 600 Schüler lernen hier. Ich lebe in der Stadt Kurgan. Kurgan ist eine regionale Stadt. Sie liegt weit entfernt von der Hauptstadt Russlands, Moskau. Kurgan ist nicht besonders groß, aber weltbekannt. Weltbekannt ist allrussisches Wissenschaftszentrum Regenerative Traumatologie und Orthopädie namens von Akademiker Elisarov. Und Sie, woher kommen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen? Schreiben Sie mir bitte. Also los, wir beginnen. Sie irren sich, liebe Kolleginnen und Kolleginnen, wenn Sie vielleicht denken, dass ich ein erfahrener, ein fortgeschrittener Regisseur bin. Nein, ich bin Einsteiger. Eines Tages aber habe ich mir gesagt, ich schaffe das, obwohl bisher ich niemals eine Kamera in der Hand gehalten habe. Das Projekt Gesehen, Gefilmt, Gelernt hat mir und meinen Schülern eine schöne Möglichkeit gegeben, die deutsche Sprache auf kreative Weise zu verwenden und unsere Schreib- und Sprechfertigkeiten zu verbessern. Der erste Videowettbewerb fand 2013 statt. Es gab drei Kategorien: Grammatik, Wortschatz, Lieder. Meine Schüler wählten die Kategorie Lieder, weil Singen unser Element war. Der Song »Komm, wir malen uns das Leben« von Sternblut ging mir und meinen Schülern unter die Haut. Die Wahl wurde getroffen. 25 Zeichnungen schenkten uns die Schüler der Grundschule.
Sie haben das Leben mit allen bunten Farben gemalt. Erfolgreiche Idee brachte uns aber keinen Erfolg. Wir haben den weit verbreiteten Fehler begangen. Nicht lizenzfreie Musik wurde von uns genutzt und verwendet. In kurzer Zeit mussten wir den Film von neuem editieren. Außerdem gefiel mir der Ton nicht. Wir haben den Ton mit der Kamera aufgenommen und er war nicht qualitätsvoll. Bitte schön, hier ist ein Link. Sehen Sie sich bitte diesen Film an. Ja, und wir kommen dann in 2 Minuten. Stopp, zurück bitte. Ja, liebe Teilnehmerinnen, wir schlagen vor, wir klicken auf diesen Link und 2 Minuten schauen wir diesen Film an. Tatjana, kannst du auch deine Kamera auf Stopp machen? Danke. Also Schritt 2. Arbeitsfähiges Team plus lizenzfreie Bilder und Musik plus selbstgesungenes Lied plus Audacity Programm plus Pinnacle Studio Programm plus Untertitel ist Lernfilm 2. Seit der 2. Klasse versuchen meine kleinen Schüler mit Hilfe eines Bleistifts oder Filzstifts einfache Motivbilder zu zeichnen, um kurze Geschichten, Erzählungen zusammenzustellen. Das macht ihnen immer Spaß. Diese Zeichnungstechnik heißt Croquis. Sie gefällt mir sehr und ich empfehle sie weiter. Die Croquis-Technik haben wir in unserem nächsten Lernfilm Wortfolge eingesetzt. Der Schüler der 4. Klasse, Vlad Abrosimov, wurde zum Sieger in der Kategorie Grammatik. Die Zeichnungen waren zuerst auf einer Papierliste dargestellt und danach mit dem Programm Paint to Say in den Film übertragen worden. Hier ist ein Link. Sehen Sie sich bitte diesen Film an und in einer Minute treffen wir uns auf unserem Webinar wieder. Das ist Lieblingsfilm von Nadja. Also Schritt 3. Arbeitsfähiges Team plus Text aus dem Lehrbuch plus Musik zum Lehrbuch plus Zeichnungen in der Croquis-Technik plus Paint to Say plus Audacity-Programm plus Pinnacle Studio Programm plus Untertitel ist Lernfilm 3. Es gibt auf den Internetportalen viele Software zum Bearbeiten. Also Schritt 4. Arbeitsfähiges Team plus selbstgesprochener Text plus Paint Cut GPRO Programm plus freie Musik plus Audacity Programm plus Pinnacle Studio Programm plus Untertitel ist Lernfilm 4. Liebe Teilnehmer unseres Webinars, alle Lernvideos können Sie hier finden. Komm, wir malen uns das Leben, Ägypten, Wortfolge und Heiko Fröhling. Der 3. Videowettbewerb Gesehen, Gefilmt, Gelernt 2015 hat gestartet. Sein Motto ist Spiel mal Deutsch. Haben Sie keine Angst. Alle Teilnehmer des 3. Videowettbewerbs können in unserer Facebook-Gruppe über eventuell auftretende Probleme beim Filmemachen diskutieren oder ihre Meinungen austauschen. Meine Damen und Herren, ich bin auch bereit, Ihnen Hilfe zu leisten.
Unser neuer Lernfilm Zungenbrecher ist im Entwurf. Ich habe ihn schon mit den Teilnehmern unserer Facebook-Gruppe besprochen. Die Kollegen verwiesen mich auf einige Fehler, die ich und mein Schülerteam vermeiden müssen. Und jetzt machen wir eine lustige Pause. Wer kann es am schnellsten? Bitte sprechen Sie laut diesen Zungenbrecher. Je schneller, desto besser. Ich probiere auch das zu machen. Der dünne Diener trägt die dicke Dame durch den dicken Dreck. Da dankt die dicke Dame den dünnen Diener, dass der dünne Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck getragen hat. Bravo. Wer möchte das wiederholen? Wer möchte das wiederholen? Der dünne Diener trägt die dicke Dame durch den dicken Dreck. Da dankt die dicke Dame dem dünnen Diener, dass der dünne Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck getragen hat. Einfach. Ich schlage vor, Elke probiert, weil Elke jetzt gerade gesprochen hat, hat Mikrofon. Elke, ich gebe dir jetzt die Rechte und probiere bitte das auch zu sagen. Mikrofon, ich habe gegeben. Bitte, Elke. Haha, ich mache jetzt hier den Hampelmann, ja? Okay, wir testen das. Der dünne Diener trägt die dicke Dame durch den dicken Dreck. Da dankt die dicke Dame dem dünnen Diener, dass der dünne Diener die dicke Dame durch den dicken Dreck getragen hat. Bravo. Oh. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ja. Noch jemand probieren? Wenn jemand möchte, nein, dann bitte weiter, Tatjana. Also Schritt 5. Alle Infos zum dritten Videowettbewerb gesehen, gefilmt, gelernt finden Sie hier. Ziehen wir Bilanz, liebe Kolleginnen und Kollegen. Unser Zug klassische Filmtechniken ist zum Bahnhof-Lernvideo angekommen. Vergessen Sie bitte nicht, dass ein klassischer Film aus drei Teilen bestehen muss. Einer Einleitung, einem Hauptteil und einem Schluss. An der Spitze aber steht immer ein arbeitsfähiges Team. Die Etappen der Erstellung des Videos kann man so visualisieren. Der erste Waggon ist voll von Videos, Fotos, Musik, Kopfzeilen und Lichteffekten. Im zweiten Waggon gibt es schon einen Clip oder einen Film. Der dritte Waggon bringt Videos ins nötige Format, das heißt die Transformation des Filmes. Der vierte Waggon ist mit der Erstellung und dem Hochladen des Videos auf den Internetportalen verbunden. Diese Programme, Aufnahmeformate benutze ich. Und diese Programme zum Videoschnitt und andere können Sie auch benutzen vielleicht. Windows Movie Maker, Adobe Premiere, Sony Vegas, Pinnacle Studio, Juliet Video Studio. Schnittprogramme Windows Movie Maker, Adobe Premiere, Sony Vegas, Pinnacle Studio, Juliet Video Studio und andere. Adobe Photoshop. Photo Brush, Pinnacle Studio, ich benutze dieses Programm aktiv, und Videoscribe. Zum Schluss gratuliere ich Ihnen herzlich zum Advent.
Mir gingen die Kollegen und das Organisatorenteam mit Nadja Blust und Andrea Percescu immer zu Hilfe. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür und wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Und jetzt möchte ich das Gedicht von Rainer Maria Rilke vorlesen. Das ist mein Lieblingsgedicht. Es treibt der Wind im Winterwalde, die Flockenherde wie ein Hirt, und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird, und lauscht hinaus, den weißen Wegen streckt sie die Zweige hin, bereit, und wehrt dem Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. Nun, meine Damen und Herren, wenn Sie Fragen haben, so stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Wir sind begeistert von deinem Vortrag. Dankeschön. Danke. Ja, es gibt einige Fragen. Wir werden diese Fragen natürlich dir stellen. Und zum Beispiel Ellen möchte fragen, aber zuerst die Frage von Angelika. Du hast in dem Film, ja, richtig, ja, Playback, und das war das Lied Komm, wir malen uns das Leben. Und Angelika interessiert sich, ob dieses Playback legal war oder wo hast du das genommen, ob die Schüler das gemacht haben. Bitte, Tatjana. Das war freie Musik. Wir haben sie im Internet gefunden. Ich glaube dir, weil alles war überprüft. Wir haben auch Jurymitglieder gegeben und ich bestätige das, das war super. Siehst du, du, Tatjana, hast du richtige Stimmung ins Zimmer gebracht, zum Beispiel bei Elke, und alle bedanken sich bei dir. Wir wollen auch das Mikrofon geben an Ellen. Ellen möchte auch was fragen und bitte schön. Das gebe ich gleich. Sekunde, Mikrofon aktivieren. Bitte, Ellen, du kannst sprechen. Hallo? Hallo? Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, sehr gut. Ja, bitte, sprich. Wunderbar, also ich wusste gar nicht, dass ich sprechen darf. Hallo Tatjana, schönen Gruß aus Deutschland. Ich fand das unglaublich inspirierend, was ich jetzt gesehen habe. Ich habe ja mit Erwachsenen zu tun in der Regel, aber das hat mir so gut gefallen, dass ich sehr schnell etwas umsetzen möchte. Tatjana, kannst du mir noch sagen, wie lange es dauert oder wie lange es gedauert hat, bis so ein Film, ein Lernvideo fertiggestellt war? Nun, seit dem Jahr 2013 bis 2014 haben wir 10 Lernfilme gemacht, gedreht. Mhm. 10. Hier sind 5 Filme gezeigt und zu Hause sind noch 5 Filme. Aha. Und wie lange braucht man? Aber ich bin Einsteiger. Wie lange braucht man für einen Film? Für einen Film? Nun, etwa eine Woche, 2 Wochen, nicht mehr. Ah ja, das ist ja wunderbar. Also ich finde das eine ganz tolle Idee. Wirklich, und freue mich darauf, diese Ideen umsetzen zu können. Also vielen, vielen Dank, das war ganz toll für mich. Dankeschön, Dankeschön für die guten Worte. Dankeschön. Siehst du, und Tatjana hat so viel Angst gehabt vor diesem Webinar. Und ich habe dir gesagt, du hast so tolle Filme gemacht, du kannst deine Erfahrung teilen. Und deswegen, wir sind sehr, sehr dankbar. Also, liebe Teilnehmer, ich muss sagen, dass die Croquis-Zeichnungen, die Tatjana für uns schenkt zum Weihnachten, bekommen wir in unserer Gruppe. Ich werde das auch inserieren. Plus auch alle Links noch einmal, weil natürlich wollt ihr vielleicht
in Ruhe alle diese Links schauen und besonders die Schnittprogramme, die Tatjana in ihrer Arbeit nutzt. Ja? Gibt es noch Fragen? Und die Präsentation kommt auch. Und wir haben sogar den Film gemacht. Also diesen Film oder diesen kurzen Schnitt haben wir gemacht. Und das, den Link bekommt ihr auch heute am Abend. Ja? Gibt es noch Fragen an Tatjana? Also alle Links, Croquis und Präsentation bekommen wir heute am Abend, vielleicht in einer Stunde. Ja, wenn keine Fragen gibt, dann wünsche ich euch alles Gute und vielen, vielen Dank noch einmal an Tatjana. Gut, noch eine Frage. Wie waren deine Schüler beteiligt? Das heißt, wie viel Zeit oder hast du das während des Unterrichts gemacht, nach dem Unterricht? Erzähle bitte, wie waren deine Unterricht beteiligt? Tatjana. Während der Unterricht und nach dem Unterricht und zu Hause. Und mit Verwandten, mit Bekannten, mit Kollegen, mit allen, mein Team sind alle Menschen, die ich brauche. Die Schüler auch an dem Schnitt? Nun, nicht besonders gewiss, nicht. Das mache ich selbst und sie sind wie Zuschauer. Sie sind wie Schauspieler mehr. Richtig, ja. Schauspieler. Ja. Sehr gut. Gut, Maler, das war sehr interessante Präsentation. Dankeschön, ja. Nadja. Ich danke dir. Ich freue mich sehr. Das ist das wirklich so ein Gefühl, wenn du mit jemandem deine Erfahrung teilst und deine Funke und deine Ideen auch an die anderen weiterleitest und die anderen wie Ellen oder Elke oder Angelika wollen wieder die Filme machen. Das ist doch schön, ja? Gut. Angelika hat einen schönen Film gemacht. Ja, sie war Vorbild für mich. Richtig. Ja, sie war ein Vorbild für mich. Gut, gut. Dann schicken wir heute die Links und wir verabschieden für uns für heute. Es war's. Schönen Abend noch und wir winken nach Kurgan. Kurgan, salut, Frankreich. Und 2000